Ja, was lange währt, wird ewig gut. Ich freue mich eigentlich schon den ganzen Tag auf den Vortrag von Apex und XIF über pneumatische digitale Schaltungen. Ja, einen herzlichen Applaus für Apex und XIF. Dankeschön. So, ich bin XIF, auch unter dem Namen Felix bekannt. Ich komme eigentlich erst aus der mechanischen Richtung und ich arbeite bei einem großen Pneumatikhersteller, wie der Marc auch. Genau, also ich bin Apex, arbeite beim gleichen Pneumatikhersteller, komme ursprünglich aus der Nachrichtentechnik und spiele jetzt eben viel mit Pneumatik. Dann fangen wir gleich an. Dann heute durchgehen, warum manchmal Sinn macht, Pneumatik zu verwenden, wie man Druckluft gewinnt, welche Arten Aktorik gibt es, welche Ventiltypen, ein paar Logikschaltungen grob durchspielen. Dann gibt es Fluidik, das ist Pneumatik oder auch mit Flüssigkeiten ohne bewegliche Teile. Dann am Schluss Technikporn und ganz am Ende Fragen stellen. Warum Pneumatik? Einmal im ATEX-Bereich. Es gibt einfach keinen Funkenflug, es gibt keine Kurzschlüsse, es ist unempfindlich. Wir haben keine Abstrahlung. Im Standby haben wir wenn es gut abgedichtet ist, überhaupt keinen Verbrauch. Jeder darf damit spielen, also man braucht keine Schulung in der Industrie oder so, sondern es ist einfach da. Sicher muss man irgendwie beachten, dass man nichts abkriegt, aber jeder kann damit spielen. Es gibt keine Exportbeschränkungen. Wenn jemand meint, er muss irgendwie in Iran liefern, kann er machen. Normen hacken. Ganz wichtiger Punkt. In der Industrie, vor allem bei Autoherstellern, die haben intern Normen. Für irgendwelche Fertigungsanlagen müssen die mit dem gesamten Bussystem kommunizieren, also die ganzen Anlagen in dieser Fertigungslinie. Und um sowas zu umgehen oder auch um Papierkram zu sparen, baut man es einfach in Pneumatik. Da gibt es keinen Bus, man spart sich Papierkram. Ist eigentlich eine nette Spielerei. Dann Failsafe Mode. Wenn die Elektronik ausfällt, ist es einfach schön, wenn ein Kernkraftwerk gezielt runtergefahren wird. Und es gibt religiöse Gründe. Die Amish dürfen keinen Strom verwenden, aber gegen Pneumatik spricht nichts. War da noch was? Ja, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, aber den werde ich gar nicht weiter kommentieren. Ja. So, kommen wir nur zur Druckluftgewinnung. Also am Anfang vom Vortrag fangen wir mit den absoluten Basics an, damit es auch jeder versteht. Es gibt verschiedene Arten von Kompressoren, Verdrängungsverdichter, das ist zum Beispiel ein Käfermotor, den kann man modifizieren zum Kompressor, oder auch eine einfache Membranpumpe von der Ätzendanlage ist ebenfalls ein Kompressor. Dann gibt es Drehkolbenverdichter. Zum Beispiel ein Schraubenverdichter und Strömungsverdichter, zum Beispiel eine Turbine von einem Flugzeug, der Einlass vorne, da wird auch über eine Strömung verdichtet. Die Speicherung erfolgt dann in Druckluftkesseln und in Taucherflaschen. Die Kessel sind eigentlich eher ein Puffer, wie hier an diesem Kompressor auch zu erkennen, damit einfach der Motor regelmäßig ausschalten kann und nicht ständig läuft. Während Taucherflaschen richtige Speicher sind zum Mitnehmen, die sind im viel höheren Druckbereich. Bevor man die Luft ins Netz einspeist, sollte diese gekühlt werden. Durch die Komprimierung wird die sehr heiß. Und bei dem Kühlen fällt dann das Wasser aus, also die Luft wird getrocknet. Anschließend wird die Luft noch filtriert, damit die Luft sauber ist, also keine Fremdpartikel. Dann muss man die Qualität auch durch Wartung seiner Geräte sicherstellen. Es bringt nichts, etwas hinzustellen, das über Jahre zu benutzen, ohne einmal danach zu schauen. Und die Druckluftqualität gehört kontrolliert. Qualität von Luft kann zum Beispiel ein niedriger Taupunkt sein, ölfrei, zum Beispiel eine Lackiererei, wenige Partikel, auch eine Lackiererei, medizinisch einwandfrei im Krankenhaus. Oder keine esterhaltigen Öle, weil die Dichtungen von anderen Pneumatikkomponenten angreifen.
Für das Netz sollte man nach einem ausreichenden Leitungsquerschnitt, sollte man auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt achten. Es bringt nichts, einen großen Kompressor hinzustellen, mit einer kleinen Leitung in irgendeinen Raum zu fahren und da kommt einfach nichts an. So wie man etwas entnimmt, bricht der Druck ein. Dann sollten Absperrstellen vorgesehen werden, dass man einfach bestimmte Hallenteile, die gerade nicht benutzt werden, abgestellt werden können, falls dort zu Leckagen kommt, dass nicht der Kompressor leerläuft oder auch, dass eine Wartung durchgeführt werden kann. Und natürlich muss die Qualität des Netzes auch zu der Luft passen, die man da drin transportiert. Also irgendwelche rostigen Rohre und ich möchte danach irgendwie lackieren, das geht nicht. Wenn wir dann an unsere Steuerung ankommen, wird die Druckluft entnommen und die Steuerung übergeben. Und dafür gibt es Wartungspakete, die werden direkt vor die Steuerung gestellt. Die bestehen aus einem Filter, haben einen Wasserabschalter, einen Druckminderer mit einem Manometer, eventuell einen Öler und weitere Dinge wie einen Feinstfilter vielleicht. Es sind zwei Schaltsymbole, oben das schwierige oder das aufwendige Schaltsymbol, unten das vereinfachte, beide kommen vor. Wir haben hier die Einspeisung, die Filtration, den Wasserablass, ein Manometer mit einem Druckregler, hier noch ein Öler, falls der benötigt wird, und ein Ausgang. Der Öler wird bei alten Komponenten benutzt, die noch keine Lebensdauerschmierung haben. Wenn geölt wird, muss immer geölt werden, weil die Lebensdauerschmierung ausgewaschen wird durch das Öl. Das ist ein ganz feiner Ölnebel in der Luft. Hier die Aktorik. Es gibt verschiedene Aktoren. Wir werden uns auf die beiden oberen Aktoren beschränken. Den einfach wirkenden Zylinder, das ist das obere Schaltsymbol, und den doppelwirkenden Zylinder, das ist das untere Schaltsymbol. Um die Zylinder auszufahren, speisen wir links Luft ein. Die Zylinder fahren aus. Um sie wieder einzufahren, nimmt man bei beiden die Luft hinten wieder weg. Beim oberen Zylinder drückt die Feder den Zylinder wieder zurück. Das ist einfach wirkend. Und beim unteren Zylinder wird die Gegenseite belüftet. Der untere Zylinder kann also in beide Richtungen Druck entwickeln, Kraft entwickeln und der obere Zylinder hat nur diese Feder, also das zum Teile auswerfen oder dergleichen oder Teile spannen, wo einfach nur Kraft in eine Richtung benötigt wird. Dieser Anschluss da oben ist, um die Luft, die vorne bei der Feder mitten in dieser Kammer ist, um diese Luft rauszulassen. Die kann dann über irgendeinen Filter geführt werden oder aus der Anlage rausgenommen werden an eine andere Stelle, weil da vielleicht Schmutz oder Feuchtigkeit herrscht. Jetzt kommen wir zu den Ventilen. Das ist ein 2-2-Wege-Ventil. Wir haben da unten die Lufteinspeisung. Mehrfach in den nächsten Schaltungen kommt dieses Symbol vor. Weil es teilweise nicht möglich war, alles vom Wartungspaket nach oben zu verbinden, beziehungsweise weil kein Platz war für das Wartungspaket. Stellt euch einfach vor, da ist vorher ein Wartungspaket und die Komponenten sind irgendwie miteinander verbunden. Das ist das 2-2-Wege-Ventil. Das hat zwei Anschlüsse und zwei Stellungen. Die aktuelle Stellung ist geschlossen, also die Luft kann hier nicht durchfließen. Und um das Ventil umzuschalten, wird einfach dieses Symbol hier rüber geschoben und die Luft kann durchfließen. Das hier ist die Betätigungsart. In diesem Fall ist es ein Hebelventil, rastend, ist Muskelkraft betätigt. Und es gibt einfach ein Problem bei diesem Ventil, die Luft, die ich in diesen Speicher reinblase, kommt nicht mehr raus. Ich kann die Luft nicht mehr ablassen. Ist aber für Blasdüsen oder zum Absperren, wie ein Kugelhahn zum Beispiel, sehr gut zu verwenden. Das nächste ist das 3-2-Wege-Ventil. Wir haben jetzt hier unten ein Wartungspaket mit einem Haupteinschaltventil. Anschließend das 3-2-Wege-Ventil, also drei Anschlüsse, zwei Betätigungen. Und als Betätigungsart ein Taster mit einer Federrückstellung. Also dieses Ventil ist monostabil, das steht immer in dieser Stellung aus, es wird betätigt. Hier haben wir jetzt noch einen Schalldämpfer, also die Luft, die aus diesem Zylinder wieder entweicht, wird hier gedämpft, dass sie nicht irgendwelchen Lärm entwickelt oder weniger Lärm entwickelt. Und oben am Zylinder haben wir eine gefasste Abluft.
kann auch ein Schalldämpfer sein. Das sind jetzt nochmal 3/2-Wege-Ventile. Jedoch sind diese pneumatisch betätigt. Es gibt keine Feder, die sind somit bistabil. Und wir haben somit hier oben eine Signalspeicherung. Wenn der linke Taster betätigt wird, fährt der Zylinder ein, mit dem rechten Taster fährt der Zylinder aus. Die Taster braucht noch nicht gehalten werden, also der Zylinder hat dann immer Kraft. Jetzt haben wir ein 4/3-Wege-Ventil. Wir können hier unten einfach die Anschlüsse vertauschen, dann wäre dieses Ventil so wie es gezeichnet ist, ist in Grundstellung entlüftet, also die Luft des Zylinders kann hier über den Schalldämpfer entweichen. Wenn ich die beiden Anschlüsse vertausche, ist standardmäßig der Zylinder in Mittelstellung belüftet, das heißt beide Kammern sind schon gefüllt. Hier oben haben wir zwei Drosselrückschlagventile. Wenn die Luft von unten kommt, kann sie diese Kugel anheben und die Luft kann ungehindert in den Zylinder strömen. Beim Rückweg fällt diese Kugel in diesen Trichter, versperrt diesen Weg und die Luft fließt über diese einstellbare Drossel. Damit kann der Zylinder langsam verfahren werden. Nun ein 5/2-Wege-Ventil, das ist ähnlich einem 4/2-Wege-Ventil, also wir haben jetzt halt zwei Abluftstellen, aber ist eigentlich zum vorigen Ventil sehr ähnlich, bis auf die Mittelstellung. Da unten ist ein 5/2-Wege-Ventil, das haben wir blind gestopft und können es plötzlich wie ein 3/2-Wege-Ventil verwenden. Das heißt, das 5/2-Wege-Ventil ist universell einsetzbar. Und hier oben haben wir noch ein 3/2-Wege-Ventil rollenbetätigt. So wie der Zylinder ausgefahren ist, betätigt er dieses Ventil. Das bedeutet, ich drücke meinen Taster, mein Ventil schaltet um, Zylinder fährt aus, Rollenhebelventil wird betätigt und schaltet dieses Ventil wieder zurück. Hier noch ein 5/3-Wege-Ventil in Mittelstellung gesperrt. Dieses Ventil ist jetzt monostabil. Wenn ich eine Notsituation habe, also meine Anlage wird angehalten, dann geht dieses Ventil, weil es monostabil ist, in die Mittelstellung und die Luft im Zylinder wird eingesperrt. Man kann dieses Ventil auch entlüftet kaufen in Mittelstellung. Das heißt, der Zylinder ist in dieser Abschaltsituation in Mittelstellung drucklos. Das heißt, er kann dann frei verschoben werden und es geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Hier haben wir jetzt wieder eine Abluftdrosselung, jedoch ist die hinterm Ventil. Das bedeutet, wir können auf das Rückschlagventil verzichten. Wir brauchen nur noch eine Drossel. Und hier unten haben wir ein Und-Ventil. Wenn dieses Ventil umgeschaltet wird, fließt die Luft in das Und-Ventil und schiebt diesen kleinen Schieber darüber und verschließt den Eingang. Das heißt, dieses Signal kommt hier oben nicht an. Dieser Eingang wird durch das Herüberschieben geöffnet und diese Luft kann ungehindert zum Ausgang durchfließen. Also wir haben hier eine Und-Funktion. Hier drüben ist eine Oder-Funktion. Problem wäre, wenn ich hier nur ein T-Stück hätte, ich schalte dieses Ventil, dann fließt die Luft durch das T-Stück durch und hier wieder über den Schalldämpfer ab. Durch diese Kugel, die hin und her geschoben, hin und her fliegen kann in die einzelnen Trichter, kann die Luft ungehindert zum Ausgang strömen und wird nicht über das andere Ventil abgelüftet. Das heißt, das Signal kommt dann oben auch an.
Hier haben wir nochmal eine neue Betätigungsart, das ist ein Fußpedal. Hier haben wir einen Taster. Hier haben wir einen Timer. Stellen wir uns vor, ein Teil flitzt hier relativ schnell an dem Ventil vorbei. Es kommt hier nur sehr kurz ein Impuls raus. Dieser Impuls kann ungehindert in diesen Speicher fließen, schaltet dieses Ventil um, aber diese Luft kann nur sehr langsam über diese Drossel wieder ins Freie entweichen. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit lang eine Signalerhaltung, also eine Abfallverzögerung. Wenn wir dieses Ventil umdrehen, haben wir eine Anzugsverzögerung. Also die Luft fließt dann verlangsamt in den Speicher und schaltet dann erst nach einer gewissen Zeit dieses Ventil um. Wir haben uns ein Prägewerkzeug ausgedacht, also ein Teil soll geprägt werden. Sieht dann folgendermaßen aus. Dieses Rollenhebelventil sitzt vorne am Zylinder. Wenn beide Starttaster betätigt werden, fährt der Zylinder aus. Rollenhebelventil wird betätigt, Zeit läuft ab. Anschließend wird das Arbeitsventil wieder zurückgestellt und der Zylinder fährt wieder ein. Kritik an dieser Steuerung ist, man kommt einfach an das Prägewerkzeug sehr leicht ran, kann die Finger drunter bekommen oder könnte irgendwas passieren. Also wir brauchen eine Schutztür. Ich habe die Schaltung dann mal ein bisschen erweitert, die wird jetzt ein bisschen kompliziert im nächsten Bild. Das ist noch einfach, also es geht noch deutlich komplexer. Soll aber die letzte gewesen sein. Vom Prinzip her haben wir hier 4 Takte. In Grundstellung ist dieser Takt aktiv und diese Takte sind inaktiv. Wenn wir den Starttaster betätigen, wird der erste Takt aktiv geschaltet und dieser schaltet den letzten Takt inaktiv. Und dann, wenn der erste Takt abgearbeitet ist, also die Bedingungen, die im ersten Takt erfüllt werden sollen, wenn die erfüllt sind, wird umgeschaltet auf den zweiten Takt und der erste Takt wieder gelöscht. So takten einfach diese 4 Taktschritte durch. Hier unten habe ich 2 Starttaster. Und es wird zusätzlich abgefragt, ob beide Zylinder in ihrer Endlage angekommen sind, über diese Rollenhebelventile hier drüben. Das heißt, es kann nur gestartet werden, wenn beide Zylinder in ihrer Endlage sind. Zusätzlich ist es so, dass der erste Takt nur aktiviert werden kann, wenn der letzte Takt aktiv ist. Also die Taktkette muss durchgelaufen sein und meine Bedingungen erfüllt werden, dass meine Anlage überhaupt in Betrieb genommen werden kann. Hier haben wir noch einen Taster fürs Richten. Wenn dieser betätigt wird, werden alle Taktglieder in ihre Grundstellung gebracht und die Arbeitsventile ebenfalls. So, das war's von meiner Seite. Ich übergebe an dich, Marc. Dies hier ist nichts anderes als ein elektronisches Flipflop. Wir haben da diesen Eingang 14. Sobald da Druck drauf gegeben wird, schaltet es um und so kann man das Ding eigentlich durchtoggeln. Ist für spätere Anwendungen dann ganz praktisch, nur dass man es mal kurz gesehen hat. Schön. Okay. Sobald die Schaltungen ein bisschen aufwendiger werden, geht man normalerweise dazu über, Elektronik-Schaltzeichen zu verwenden, weil man zeichnet sich bei den Pneumatikkomponenten blöd. Ist ein Binäraddierer. Denke ich, haben die meisten Leute in der Digitaltechnik schon mal gehabt. Lässt sich natürlich wunderbar pneumatisch lösen. Kann man auch entsprechend kombinieren und große Addierer bauen. Dies hier ist ein Sequencer. Ihr habt vorher die Taktkette gesehen, die der Felix gezeigt hat. Dieses hat 20 Ausgänge, 20 Eingänge. Als erstes kommt der erste Ausgang und er schaltet zum zweiten Ausgang, sobald an seinem Eingang ein High-Signal anlegt oder Druckluft anlegt. So kann ich diese 20 Schritte durchgehen und meine komplette Anlage steuern. Sollte irgendwo
eingeschaltet werden, wo ich es nicht erwarte, bleibt die Anlage stehen und ich muss ein Reset oder mit dem Schlüsselschalter resetten. Große Zeit von dieser Technik war ganz ehrlich in den 60ern, gibt es aber heute noch. Dies ist eine Luftschranke, vergleichbar mit einer Lichtschranke, nur blase ich da mit meistens 100 Millibar Luft durch und fange die auf der anderen Seite ab, verstärkt die Luft und kann entsprechend Ventile schalten und es zur Verarbeitung weitergeben. Und ein Kartenleser. Da kommen die guten alten IBM-Karten rein. Wir können, ich glaube, 8-Bit sind es, durchlesen, zum nächsten Schritt springen und wir haben hier so eine Mischung aus diesem Sequencer und einfach einem Lesegerät, macht dann eben jeweils 8-Bit pro Schritt. Klasse. Drehzeitgeber ist eigentlich nichts anderes. Ich habe hier meinen Druckluftmotor. Die Scheibe dreht sich und ich habe über diese Luftschranken, kann ich abfragen, wann ist was da. Da habe ich nur keine Rückmeldungen über Eingänge. Aber zur Steuerung ganz praktisch. Und jetzt kommt der interessante Teil. Damit kann, denke ich, können die meisten Leute was anfangen. Kann man natürlich pneumatisch lösen. Durchsprechen macht aber sicher keinen Sinn. Warum habe ich da ständig leere Seiten? Okay, Fluidik. Das sind diese besagten strömungstechnischen Ventile, die haben keine beweglichen Teile und arbeiten meistens im Bereich von 100 Millibar, gibt es aber auch in Waschmaschinen zum Beispiel drin. Da läuft dann eben Wasser durch, je nach Netzdruck. So habe ich ihn unrealisiert. Ich gebe hier oben Luft drauf, die bläst hier einmal durch, prallt hier ab, geht raus, wir haben nichts geschaltet. Selbe von der anderen Seite, prallt hier ab, geht durch. Wenn ich von beiden Seiten anlege, treffen die sich ungefähr hier, die Strahle, gehen hier auf diese Nase und bläst nach oben hinweg. Das heißt, ich habe komplett ohne bewegliche Teile und gleiche für ein X-Ohr durch, ich habe mein Signal, oder eben, wenn beide sind, gehst du übers Unterwerk, mein X-Ohr wird nicht betätigt. Ein Inverter. Ich habe hier meine konstante Luft von dem Pfeil, läuft hier durch. Wenn ich meinen Eingang setze, wird dieser Luftstrom abgewinkelt, geht hier runter. Ein Flipflop. Sieht einfach aus, ist auch einfach. Luft kommt von drüben, teilt sich erstmal auf einen von denen auf. Wenn ich auf Eingang 0 nochmal Druck gebe, knickt der Luftstrom ab, geht in diese Richtung und wenn man es richtig dimensioniert, bleibt auch genau dieses erhalten, wenn ich einen konstanten Luftstrom habe. Zurückschalten, E1, kippt nach oben. Warum bleibt es erhalten? Wenn ich das von der Strömung richtig auslege, habe ich da drin Verwirbelungen und die Luft geht weiter in die Richtung. Ist jetzt natürlich nur schematisch aufgezeichnet. Kann man aber wirklich richtig dimensionieren. Gibt es fertige Teile zu kaufen oder wenn einer von euch MakerBot hat oder so, könnte man sich sicher mal unterhalten. Wir haben das noch 5. Ja. Jetzt Technikform. Pershing 1, beliebtes Spielzeug in den 60ern und 70ern. Zweier kam dann später. 500 Kilotonnen. Da geht schon was. Für einen Zweitschlag war die eigentlich nicht gedacht, aber es gab einzelne, die waren mit einer pneumatischen Steuerung versehen. Wenn die Elektrik ausfällt, weil wir haben unseren großen elektromagnetischen Puls, dann Lochkarte durchziehen. Das Ding fliegt über den Timer, wie gesagt, 500 Kilotonnen. Die Präzision spielt dann nicht mehr so die Rolle. Satelliten. Ist heute auch noch Stand der Technik. Es gibt einige Satelliten, sicher nicht alle, wird aber helfen. Die haben ihre Düsen, um zu beschleunigen, dass sie ab und zu mal ihre Umlaufbahn korrigieren können. Sollte die einen Komplettausfall der Elektronik haben, wird über Fluidik, was wir für umsonst irgendwo in die Gehäusewand mit reinfräsen können, die Steuerdüse so gezündet, dass ich die Umlaufbahn verlasse und einfach schneller zum Verglühen komme.
kann man Weltraumschrott vermeiden und die Kosten sind minimal. Milan-Raketen. Die werden in Indien gebaut, um Funkenflug zu verhindern bei der Produktion oder bei der Verpackung, wird das einfach durch eine pneumatische Steuerung zusammengesetzt, weil Funken sind einfach irgendwie ungünstig. Schlitten, es gibt auch friedliche Anwendungen, zum Glück. Diese Kufen hier vorne, die werden auch durch ein pneumatisches System gebogen, weil der Hersteller hat einfach sehr viel Holzstaub in der Luft und alte Problem, Funkenflug. Wir hätten sonst blöde Explosionen. Wer mit sowas schon mal gefahren ist, hat sein Leben der Pneumatik anvertraut. Die Haltebügel werden, da kommen noch Sicherungsstifte rein, aber die werden normalerweise pneumatisch runtergeklappt. Also bei dieser Anlage war es der Fall. Bleistift. Es gibt, wenn man jetzt größere Anlagen baut, werden die Schaltpläne meistens einfach von Hand gezeichnet, weil das sind Einzelanlagen. Das hier ist so ein Schaltplan, der war ungefähr 20 Meter lang. Ein Foto aus der Anlage, also diese Anlage, die Bleistifte haben hinten so eine Lackkuppe drauf, wenn sie kein Radiergummi haben. Und nur um diese Lackkuppe zu erzeugen, wurde die Anlage gebaut, auch aus Artex-Gründen. So ist ein Ausschnitt. So sieht die Verschlauchung hinten aus. Und da drüben sind die ganzen Logikelemente. Also der Kollege, der es designt hat, der war, soweit ich weiß, 4 Monate beschäftigt. Hier ist, um Dosen mit Aceton zu füllen, oder Fässer waren es eigentlich, mit Aceton zu füllen, Funkenflug wieder, ein paar Logikelemente entsprechend verschalten. So sieht sowas in ordentlich aus. Ja, dann einfach so generell noch ein bisschen Pneumatikanwendung. Ist ein Bekannter, er hat gemeint, wenn er renoviert, runterlaufen ist doof, hat sich einen Greifer genommen an eine Stange und wie man da oben sieht, er hat auch keine Angst vor Spannung mit seiner Metallstange. Das ist eine Kanalfräse. Die ist eigentlich ganz nett. Die hat hier oben diese schwarzen Dinger. Das sind Blasebälge, die können ein bisschen größer werden. Und in einem Kanal, da habe ich, wenn es doof läuft, Gase, wieder Funkenflug und so weiter. Möchte man sich sparen. Ich habe Schmutz, ich habe Wasser. In Elektronik ist es einfach ein bisschen blöd. Da drüben ist eine Steuerung, ein paar Logikelemente. Ich klemme diesen Blasebalg mich hier in dem Rohr fest, fahre diesen Zylinder aus, da kommt die Fräse vorne dran. Wenn der Zylinder die Endposition erreicht hat, kriege ich mein OK-Signal. Der Zylinder fährt zurück, Blasebalg entspannt sich und ich habe dieses Wasser, was ich auch für die Drehbewegung von dem Fräskopf habe, der schiebt mir diesen ganzen Schlitten vor. Habe ich jetzt auch gleich noch ein Video dazu. Jo. Jetzt mal runter. Also einmal hier sieht man den Ablauf. Da oben ist der Blasebalg, lässt sich auf. Erkennt man jetzt im Großteil schlecht. Lässt sich auf und gleich dürfte. Er fährt hoch. Fährt zurück. Löst sich. Und jetzt müsste der Wasserdruck, also wenn es angeschlossen ist, vorfahren, haben wir auch gleich mal im Einsatz. Weg damit. Und es geht wieder weiter. Hey. Mit Escape. So. Hier sind wir in meinem Einsatz. Also das Teil war anscheinend so mächtig, dass es sich auch durch Beton durchgefressen hat. War nicht Sinn der Sache, aber man sieht, da geht einiges an Material weg. Und komplett ohne Elektronik gelöst. Und dieser Kollege hatte noch gemeint, er hat ein Druckluftnetz daheim, Katzenklappen sind doof.
Naja, ich kommentiere es nicht weiter, ist rein pneumatisch. Der Druck wurde so eingestellt, dass wenn die Katze meint, sie bleibt in der Tür stehen, der Lerneffekt ist hoch. aber die Katze überlebt. Okay. So, können wir durch. Fragen? Ja. Mikrofon, Moment. Also ich. Ja. Ich würde kurz noch eine Anmerkung machen. Wir haben jetzt nur noch relativ wenig Zeit. Also würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt noch maximal 3 bis 4 Fragen noch rannehmen. Einfach, weil wir halt so spät erst anfangen konnten. Na klar. Bitte. Ja, was machen denn die Amish mit den pneumatischen Computern? Und die zweite Frage, wo sind jetzt die Sextoys? Also ich habe jetzt bei der Kanalfräse schon daran gedacht, also man kann das halt eben nicht... Also man kann das eben nicht ohne Anal schreiben und sah halt auch so ein bisschen so aus. Also den Gedanken habe ich mir auch, oder hatte ich auch. ich habe bei Google geschaut und ich habe einfach keine Bilder gefunden, die ich hier öffentlich zeigen wollte. Nicht um die Zeit. Und die Amish? Wie bitte? Also was machen die Amish mit den Dingern? Die haben ja vermutlich auch keine Kanäle. Ach so, Küchengeräte, was man so in Pneumatik brauchen kann. Ihre Webstühle. Ja, alles, was du irgendwie mit Motoren elektrisch löst, lösen die eben in Pneumatik. Dann, meine Frage war, diese Luftschranken, da sagten Sie, der Druck, der wird quasi verstärkt, irgendwie dann an die Schaltelemente wieder weitergegeben. Ja. Diese Druckverstärkung, wie wird das gemacht? Da habe ich auch so ein Fluidikelement. Eigentlich kann ich diesen Inverter von vorhin nehmen. Der macht eigentlich nichts anderes. Ich brauche nur ein sehr, sehr kleines Signal, um diesen Luftstrom abzuleiten. Ist es so geklärt? Okay. Ich wollte noch erwähnen, dass Pneumatik eigentlich eine der teuersten Energieformen ist. Weil wenn da zum Beispiel ein kleines Loch im Schlauch ist, dann geht das über Jahre verteilt jede Menge Energie verloren. Richtig, kann ich absolut bestätigen. Deswegen, wenn jemand mal ein Druckluftnetz designt, am Anfang ein T-Stück noch mit reinhängen, dann kann man Durchfluss messen und einfach mal im Standby schauen, was man braucht. Spart nachher extrem Kosten, weil wenn ich in der ganzen Werkhalle den Druck abschalten muss, ist es problematisch. Daher immer T-Stück mit rein, dann mal Durchfluss messen. Okay, dann eine Frage von den Peace Missions. Und zwar fragte der Rolle, mich würde interessieren, ob ihr eine Zukunft für die Großrohrpost seht. Für was? Die Rohrpost. Gibt's, funktioniert, aber im Groß, also. Ja, habe ich jetzt keine wirkliche Meinung zu. Nein. Also, während der Ausbildung haben wir es genommen, um Eis zu verschicken. Mich würde noch mal interessieren, du sagst, die Amish machen das ganz viel. Wie erzeugen die Amish denn ihre Druckluft? Also ich meine, mit dem Blasebalg ist ein bisschen mühselig bei den Mengen. Ne? Da habe ich leider nichts drüber gefunden, aber ich denke, Windräder. Dieselgeneratoren? Okay, Dieselgeneratoren kommt hier. Windräder wären sicher auch noch eine Option. Wasserkraft müsste auch gehen. Also man braucht nur eine Rotationsbewegung und kann man Kolben antreiben. Ja, unsere letzte Frage. Du hast vorher bei dem Satelliten erwähnt, wir fräsen das einfach in die Seitenwände rein, die Logikschaltung für die Pneumatik. Wie klein gibt es das? Wie in funktionieren? Wie klein kann man die Logiklieder machen? Also das Kleinste, was ich so im normalen Umfeld gesehen habe, ist so Legosteingröße. Es geht aber sicher deutlich, also von dem, was in der Industrie eingesetzt wird. Es gibt, wenn man bei Wikipedia schaut, oder so Microfluidics, hatte ich nichts mit zu tun. Bisher aber so... Um eine Anlage zu steuern, gibt es angeblich, wie gesagt, selbst nicht gesehen, Zigarettenschachtelgroße Steuerungen, die komplette Anlage steuern. Eine Frage noch, wie debuggt man sowas und gibt es eine Demo hier? Gibt leider keine Demo. Material haben wir nicht gekriegt.
Genau. Ja. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht.